Ich esse nur Fleisch gerne, das ich wirklich selbst auch erlegt habe. Da habe ich ein gutes Gefühl, da schließt sich auch der Kreis des Lebens. Und das ist auch die Philosophie des Jeganers. Ja zum Fleischkonsum, wir sind alle Raubtiere und stehen auch dazu. Wenn es Fleisch sein soll, dann wild. Das ist die Devise von Raoul Wagner. Der 48-Jährige ist passionierter Jäger und Anhänger einer neuen Bewegung. Sie wollen aus dem Jagen wieder einen ganzheitlichen und naturverbundenen Akt machen. Das Reh lebt hier völlig frei, artgerecht, kein künstliches Futter. Und dann kommt der Schuss. Den Schuss hört das Wild nicht, weil die Kugel ist schneller als der Schall. Und bevor das Wild Angst haben kann, ist der Blutdruck schon so weit herunten, dass es kollabiert. Und es dauert beim guten Schuss zwischen 1 und 5 Sekunden. Und genau das ist die schönste Art zu leben und die schönste Art auch, das Leben zu beenden. Um diese Mission zu erfüllen, geht Raoul mindestens 2-mal pro Woche auf die Jagd. Heute dürfen wir ihn bei der Frühpirsch begleiten. Es ist 5.30 Uhr. In seinem Revier in Purkersdorf bei Wien versucht er, ein Reh zu erwischen. Immer dabei sein Jagdhund Columbo. Am Hochstand überprüft er zuerst mit einem Nachtsichtgerät, ob Wild zu sehen ist. Totenstille. Mit dem Gucker screent er den Wald ab. Nichts. Warten zählt zu den wichtigsten Tugenden eines Jägers. Nach 1 Stunde lässt sich immer noch kein Rehwild blicken. Es wird hell über Wien. Der Wind wird stärker. Keine guten Jagdbedingungen heute. So, jagen ist nicht einkaufen. Heute hat das Wild gewonnen. Aber das ist auch gut. Man kann nicht immer Glück haben. Um die 10-mal muss Raoul Wagner auf die Jagd gehen, bis ein passendes Stück liegt. Wie viel geschossen werden darf, ist gesetzlich genau geregelt. Doch neben der Regulierung des Wildbestandes gilt es auch, den Wald als Lebensraum für Mensch und Tier zu erhalten. Ohne Jagd würde der Wildbestand unkontrolliert explodieren, bis der ganze Lebensraum überlastet ist. Dann kommt kein Holz mehr hoch, es kommt keine Landwirtschaft mehr hoch und es kommen Seuchen und der Wildbestand kollabiert wieder. Wir Jäger fangen das auf und halten den Wildbestand konstant und schöpfen nur den Überschuss ab. Und das ist sehr, sehr nachhaltig. Dass Wildfleisch nachhaltiger ist, weil die Tiere artgerecht und in freier Natur aufwachsen, liegt auf der Hand. Dennoch ist nur 1,1% des in Österreich konsumierten Fleisches Wild. Unverständlich für den Jäganer Raoul Wagner. Nach der erfolglosen Jagd hat er sich zumindest ein Jägerfrühstück verdient. Dafür auf ins Gasthaus zu seinem Lieblingskoch Oliver. Schau, und da haben wir jetzt vom Raul. Letzte Woche hat uns ein wunderbares Reh gebracht und jetzt haben wir uns sozusagen das beste Stück vom Reh, den Rücken, also sprich die Königsklasse, ausgesucht. Und wie man weiß, das Reh sucht sich das Futter im Wald nach Lust und Laune. Also das ist eigentlich mehr als Bio. Das Reh hat sehr wenig Cholesterin, sehr wenig Fett. Das Fleisch ist feinfasrig und lässt sich sehr leicht zubereiten. Dazu das Filet salzen und in heißem Öl auf beiden Seiten 3 bis 4 Minuten anbraten. In etwas Alufolie ziehen lassen, so wird das Fleisch schön rosa. Das ist wirklich das Natürlichste mit den besten Nährwerten und man schätzt das Fleisch dann auch. Alles andere als ein Massenprodukt. Selbst gejagt, erlegt und verzehrt. Eine neue Jagdethik, die sicherlich noch viele Anhänger finden wird.